Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Tinkerer, zu einem neuen Part von Duranium, zu einer neuen Aufnahme von Duranium mit dem Zwergenfürst. Im letzten Part haben wir hier, in der letzten Aufnahme haben wir auf der Atominsel, auf dem Nuklearkraftwerk, Nuclear Power Plant, da war ein bisschen das Kraftwerk erkundet. Ja, gut, wenn noch Schwierigkeiten zu Anfang des Parts. Was wir jetzt als erstes machen müssen, ist Move Pokémon. So, wir holen uns jetzt Alten wieder mit ins Team. Lupin, das wird jetzt mal gerade verschwinden. Move. Da ich mich mal dagegen entschieden, das zu trainieren. Place. So, was haben wir denn jetzt hier? Normal Nuklear, Poison Nuklear, Dark Nuklear. Dark Nuklear, das ist natürlich geil. Hier, Palwander 3, da überlege ich das mitzunehmen. Immerhin, Insomnia. Ja, da wäre 8 Nuklear, das kann man doch mitnehmen, oder? Das ist normal Nuklear, das ist eigentlich das. Damit können wir irgendwie. Gleich hier. Altenon. Die Attacken würde ich gerne mal sehen. Charm Foresight, Quick Attack, Gamma Ray. Also Gamma Ray, allein schon wegen Gamma Ray. So eine nukleare Attacke. Ich würde das mitnehmen. Also tut mir leid für das andere normale Oten, was wir trainiert haben. Aber ja, es ist ein Nuklear-Pokémon im Team. Das ist also. Es hält sich doch für sehr sinnvoll. Stich mir hier rein, Place. Das Team ist hier. Das hier war das normale Level 19. Ja gut, ein Level. Was hatte das für Attacken? Ja. Gut, müssen wir noch ein bisschen trainieren mit dem. Ja. Es hat auch ganz schöne Attacken, das Auto, aber. Ja gut. Ich finde den Uranium-Chip ganz gut. Ja, wir hätten auch das Lupin mit dem Team behalten können, aber ja, das wäre jetzt unser Pflanzentyp gewesen, hätten wir auch gebrauchen können. Ja, es ist, er sieht hässlich aus, sagen wir es mal so. Die Weiterentwicklung ist auch jetzt nicht sonderlich stark, es ist jetzt nicht so stark, als dass ich sagen würde, ja, brauchen wir unbedingt mit dabei. Was haben wir hier? Sind wir hier schon? Ist das hier schon die Arena? Nächste Arena? Das wär's ja. So, wie sieht das Team aus? Das sieht geil aus. Sieht so aus. Ich weiß, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das haben wir im letzten Part gemacht. Im letzten Part haben wir es geheilt. So, jetzt müsste ich mal Palanda 3 hier nach oben tun. Der muss als erstes kämpfen. Der muss trainiert werden. Und dann hier. Nein. Switch. Markus, der muss auch nach vorne. Eigentlich nur Prügel und Modi nach hinten. An anderen. Ja, ansonsten ist das eigentlich ausgeglichen, oder? Ja, wir haben jetzt hier. Level 18, Level 19, Level 20. Aha. Ich glaube, damit kann man damit Besties schlagen. Damit kann man kämpfen. Lukas war abgespeichert. Versuchen wir uns an der Arena. Eine Wasserarena, wie es aussieht. Naja, da sind wir jetzt geliefert, aber was so ist. Aha, okay. Wagen wir uns hinein. Gespeichert haben wir ja. Oh, der erste Trainer. Na dann. Springer Fortschreiber in einem Let's Battle. Und dann Let's Battle. Swimmer Adam wird gleich zu battle. Der Schwimmer versucht mich herauszufordern. Das erfordert mich aus. Guten. Stimmt, nur an der Spitze gesetzt. Gamma Way. Schauen wir, was es bringt.
Oh, Kacke. Ja gut, so viel dazu. Mülllein, der gegen Wasser ist, Mülllein unter Umständen effektiv. Das könnte... War das nicht so? Elektroattacken gegen Wasser, das müsste doch eigentlich, irre ich mich da, das sind Effekt. Und war das andersrum, das Wasser gegen Elektro effektiv ist. Tja. Quick Attack, na komm. Wenigstens ein bisschen Schaden hier. So, die ersten zwei werden schon besiegt. Vielleicht sollten wir sie mal nach hinten setzen. Den nächsten Versuch. Und wenigstens ein bisschen KP abkriegen. Man sollte sie austauschen. Ein bisschen abnehmen. Und wenn ich natürlich. Müssen wir mal gucken, wer hier am besten kämpft. Ja, Level 24, die sind jetzt ein bisschen. Jetzt sind sie ein bisschen unterlevelt, wenn du Pokémon. Vielleicht brauchst du doch noch ein bisschen Training, bevor wir hier uns an die Arena wagen können. Ja, das sieht momentan noch ziemlich schlecht aus. Takiro, mein Wasser-Pokémon. Vielleicht müssen wir da lieber noch ein bisschen trainieren. Ja, ich weiß ja nicht. Wir versagen gerade schon im ersten Arena-Trainer. Das sieht jetzt hier wirklich kritisch aus. Ja, ich würde sagen, wir bauen noch ein bisschen Dreck. Noch ein bisschen ab und zu Gras, noch ein Part lang. Nicht ein paar Parts, sondern mal ein Part lang. Training fürs Team und dann schauen wir mal. Notfalls offscreen noch ein bisschen Training. Ja, bei der letzten Arena habe ich auch offscreen ziemlich trainiert. Ja gut, das war's mit Modi. Pompi, mein letztes mit dem das Team gefühlt. Also mit dem gesamten Team kriegen wir doch mit Mühe und Not ein Pokémon besiegt. Ein Pokémon von einem Trainer. Ja, das braucht noch Training. Das braucht unbedingt Training. Level 21 für Pompi. Oder Rock. Ja gut, auch wenn das jetzt eine ziemliche K.O. für uns ist. Ich kämpfe weiter. So, das war's dann. Ein Versuch war's wert. Ich bin dann mein Mondgras trainieren. So sieht's aus. Das Pokémon-Team noch richtig sortiert. Ja, Pumpe ganz hinten. Als erstes müssen wir ein paar Wander trainieren, dann nehmen wir ihn, dann geht's weiter. So, auf und zu Gras, würde ich sagen. Oder an den Strand. Erstmal wilde Pokémon besiegen und trainen auf den Routen. So ist der Plan. 7. Dann haben wir gleich unseren ersten. Als erstes für das Pokémon. Ja, genau hier in den Pokémon. Ach ja. Was ein Zufall. Gamma Way. Na komm. Atomisiere es. Zerlege es in seine Atome. Halt's durch. Na komm. Das wirst du doch wohl besiegen können. Dann gibt es neue AP. Eine EP. Erfahrungspunkte. Nice. Er siegt. Mordiguo Level 21. Entwickelt sich noch nicht. Schade. Eater. Ich will nicht jedes Mal zum Pokémon Center zurückrennen müssen. Ja, machen wir nochmal. Können wir gleich gegen die beiden dort kämpfen im Doppelkampf. Und im Einzelkampf. Schauen wir mal. Den Tränke müssen wir allerdings auch nicht verschwenden. Es wäre ein bisschen blöd, jetzt hier Tränke zu verschwenden. Brauchen wir dann für die Arena im nächsten Part. Beim übernächsten Part. Mal schauen. Gut. Na dann. Vielleicht schaffe ich ja heute noch die Arena. Jetzt ein paar Tage trainiere. Na, ich glaub's nicht.
Man muss ein bisschen Offscreen noch machen. Machen wir jetzt zwei Parts voll Training. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie wir das machen. Jetzt wird erstmal trainiert. So, Trainerkampf. Was? Ah, looks like a challenging trainer. Ready, buddy. Billy ist ready. Cool Couple, Billy und Jenny, fordert sich heraus. Doppelkampf. Halvan und Nilan, ja. Das sind die beiden, die trainiert werden müssen. Als erstes. Ja, wir müssen auch trainiert werden, aber... Die zuerst. So, Gamma Way, was übrigens hübsch aussieht hier. Na, Attacken. Box, die Attacken, das sieht hübsch aus. Ein Atom-Pokémon. Interessant. Nein! Halvan halt aus. Ich sagte halt aus. So kriegst du doch niemals Erfahrungspunkte. Verdammt. Gut, dann halt Markus. Vielleicht müssen wir dem Halvan da mal das Item, was der Modi gerade um hat, geben. Dann ist der mal trainiert wird, dann können wir auch ohne noch weiterkämpfen. Versteht er, da kriegt er Erfahrungspunkte, obwohl die anderen trainiert werden. Das ist vielleicht besser für ihn. Ich habe das jetzt wegen der Entwicklung gemacht, wenn ich die Entwicklung von Mordi mal ein bisschen antreiben wollte. Nach diesem Kampf können wir das mal anstreben. So, Nase. Na komm. Das war ja wenig beeindruckend. Aber paralysiert. Markus, nein. Ein Papier hat er noch. Na toll. Nein, halt durch. Sehr gut. Ich darf auch nicht auswählen, auf wen ich das einsetze. Das ist schade. Das machen wir von selbst. Okay, er hält noch aus. Und das war's mit Markus. Und das war's mit Nindein. Oh, nein, er lebt noch. Der Q. Na komm, das ziehen wir sich nur doch. Das wäre doch gedacht, wenn wir es nicht hinbekämen. So, Spark. Na komm. Nein. Sehr gut. Und jetzt nehmen wir ihn noch einmal. Angriff. Verdammt. Nein, wurde besiegt. So, Modi. Kannst du mal ein bisschen kämpfen? Ein bisschen für deine Erfahrung von dir selbst kämpfen. So, Ace it. Und Feuerwehr. Flammenrad. Na komm. Modi, lass dich nicht so leicht besiegen. Wir brauchen wirklich den EP-Teiler für Halvanda. Der Moni. Es ist jetzt zweitrangig seine Entwicklung. Na komm, halt's durch. Sehr gut. Sehr gut. Modi lebt noch. Na komm, nochmal angreifen. Aces und Fremie. Na komm, mach's alle. Nicht du, Takiro, ich meine da anders. Takiro macht nur das generische Pokémon alle. Fremie. Nice. Nice, nice. Gut, Modi besiegt. Flame Buddy. Das ist gut. Er brennt. So, Pumpi. Switch in. Unser letztes Leben des Pokémon. Na komm. Das ist hier schon ein Kampf. Ah. Unser Team ist noch ein bisschen schwach.
Das muss wirklich noch ein bisschen trainiert werden. Hält nicht viel aus. Tja, schreit noch Offscreen-Training. Das schreit wirklich noch Offscreen-Training. Tja, schauen wir mal. Heute hier erstmal rohes Gras bzw. Strandkampf. Ich habe ja nichts gegen Offscreen-Training. Das mache ich ja gern. Kopfkratz. Tja. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Wir nehmen Modi mal sein Item weg. Der wird dann halt kämpfen, damit er sich entwickelt. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, mit welchem Level der sich entwickelt, aber... ja. Wird bald kommen. Level 21, das ist doch schon fast das Entwicklungslevel. Vielleicht 22 oder 23, ich weiß es nicht. 21 war es nicht. Also Item, take. So, und jetzt kriegst du ein Item. Wo ist denn das Item? XP Share, GIF und Palwander. Sehr gut, dann können wir den nochmal. Ja. Können wir den an einer anderen Stelle ins Team setzen? Nee. Ich glaube, den lassen wir erstmal, den wechseln wir dann aus. Der kann schon kämpfen, im wilde Pokémon. Beim Trainerkampf können wir den dann auswechseln. So scheint es sinnvoll zu sein. It's very good day, it's me, Richie. Warte a minute. So, jetzt werde ich angerufen für den Battle. Ja, nein, danke. Die Rematches, die machen wir dann irgendwann später. Gerade nicht. Ich suche gerade andere Trainer, die ich hier besiegen kann. So. Guck mal, das kannst du doch besiegen, Palwander. Das kriegst du hin. Jammerwei. Atomisiert. Nuklearisiert. Pulverisiert. Na komm. Ohne einen Schaden. Großartig. Es gibt wenig Erfahrungspunkte. Aber ja gut. Immerhin. Ein Quasart. Okay, das haben wir durch mein Team. Das haben wir sogar mal gefahren. Ich setze hier alles auf Gamma Way. Atomattacke, ich weiß nicht, wie Atom jetzt effektiv ist gegen irgendwas. Vielleicht ist es effektiv gegen alles. Das darauf setze ich jetzt einfach mal. Das scheint jetzt hier die beste Abwehr zu sein. Was ja hat so gut gemacht. Na komm, Palwander. Du machst Platz. Großartig. Bringt mir zu wenig KP, zu wenig Erfahrungspunkte noch. Ich wollte mal nach TMs gucken, ob ich da irgendwas finden kann, was ich Palwander dabei bringen kann. TMs, Power, Return, Big Break, Snatch, Recycle, Rock Smash. Nee, sieht noch nicht so interessant aus. Momentan sieht das nicht so spannend aus. So, hier irgendwo ein Trainer, den wir bekämpfen können. Hyper Potion. Hyper, Hyper. Oh nein. Also dafür müssen wir schwimmen. Können wir schon schwimmen? Wahrscheinlich noch nicht. Können wir wahrscheinlich nach der nächsten Arena. Nach der nächsten Arena können wir dann schwimmen. Das ist die Wasserarena. Das wird hart für unser Team. Unser Team ist noch nicht bereit dafür, so mit Wasser-Pokémon zu kämpfen. So, Quick Attack. Versuchen wir es mal damit. Ist abwechselnd. Okay. Dann halt Gamma Way. Was eine coole Attacke. Wieso? Was macht diese Attacke? Schadet der sich selbst oder was? Verstehe ich nicht. Oh, es lebt noch. Quick Attack.
Okay. Na dann, weiter geht's. Oh, wer seid denn ihr? Mit der 8. Welcome to the Thunderdome, Luxury Cruise. And so you don't have a ticket. You can't allow you on the boat unless you do. Aha. Faszinierend. Auf der Brücke. Ein Pokémon auf der Brücke. Nicht auf der Schiffsbrücke. Hier auf der Brücke. Vorsicht, was war das nochmal? Was konnte das? Genau in Orders? Nein, das ist es doch nicht. Und bräuchte er mir noch nicht? Das ist ja interessant. Das ist doch mein Team-Pokémon. Oder war das so, dass die... Oh Mann, Palma mal besiegt. Ja, shit. Der nächste Pokémon. Nein. Trainieren wir dich ein bisschen. Du kannst auch Erfahrungspunkte brauchen. Lassen. Das sind Defekt. Verdammt. Na komm. Lass den nicht so einfach besiegen. Blödos. Verdammt. Kennt Escape, ach du Schiet. Das wird unser Team an diesem Pokémon verpulvern. Bulldoze. Mensch, leck mich. Mit dem Bulldoze. Metal Claw. Mach's an. Sehr nice. So, das nächste Pokémon Center ist ziemlich weit. Ich hoffe, wir überleben es bis dorthin. Ja, sieht so aus, als ob das restliche Team erstmal kämpfen muss. Der Rote, Nuklear-Rote, ist besiegt. Das wir erstmal mit den vorhandenen Pokémon kämpfen. Na komm. So, Metal-Claw. Ja, das Pokémon ist auch irgendwie lustig. Kokoran. Es nervt auch ein bisschen, wenn man dem so oft begegnet hier. Ja, wenn man dem so oft begegnet, was sagt ich? Metal Claw scheint das effektivste hier zu sein. Na komm jetzt durch, mein Bus. Herzbatz. Wahrscheinlich die Kopfnuss. Nein, das ist wahrscheinlich die Kopfnuss. So, Metal Claw. Na komm, mach's alle. Ich sagte, mach's alle. Was an, mach's alle, hast du mich verstanden? Mach's gleich. Nice. So. Besiegt. Oh. Kasanail. Interessant. Das haben wir noch gar nicht bekämpft. Egal. Ich will zurück zum Pokémon Center. Ich will wieder mit Oten kämpfen. Ich muss Oten trainieren. Worauf kommt es jetzt an? In Level 24 will ich jetzt mit keinem Pokémon erreichen. Dann müsste ich ein bisschen länger für kämpfen. Ein bisschen länger für trainieren. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Das Ganze schauen wir mal die ganze Zeit. Ehrlich gesagt habe ich Schiss, dass jetzt bei der nächsten Arena, bei der dritten Arena schon verkackt habe. Das war kein glorreiches Ende für das Let's Play. Gut, die Mordi mal kämpfen lassen. Ja, obwohl. Die haben jetzt bestimmt keine Schande. Man sagte mir schon, dass Uranium jetzt ziemlich knifflig wird gerade in den Arenen. Ist das sicherlich nicht das leichteste Pokémon-Spiel ist. Hier ist es keine Schande, irgendwann aufzugeben.
Aber soweit wir kommen, soweit wir können, ich gebe mein Bestes, dass wir nicht aufgeben müssen. Ja, spätestens bei der Top 4. Ich weiß nicht, wie weit wir hier kommen würden. Mit den dritten Runden würde ich gerne noch schaffen. Ein bisschen noch weiterkommen. Ein paar Parts würde ich gerne noch aufnehmen hier. Hatte eh nicht vor, bis ganz zum Schluss zu kommen. Und so ein bisschen. So ein bisschen können wir doch noch, oder? Wir haben doch ein einigermaßen funktionierendes Team. Ja, wir lassen uns immer noch an der Spitze. Der kann ja kämpfen. Ansonsten vielleicht ernehmen wir gleich noch die Entwicklung von Morty. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Das wäre mal was Sehenswertes hier. Für den Ort. Und man auch was für das Thumbnail hat. So, Galloway ignored order. Setzt trotzdem ein. Interessant. Na komm. Verdammt. Ich will mit Morty kämpfen, dass der sich mal entwickelt. Los, Morty, entwickle dich. Du bist schon leicht mit 22. Keine Entwicklung. Schade. Dann trainiere ich erstmal weiter mit Oten. Wir sind ja ganz in der Nähe, dann können wir jetzt wieder ins Pokémon Center. Ja gut. Läuft jetzt wahrscheinlich auf Offscreen-Training hinaus. Ich werde mal kurz gucken, wie lange die Aufnahme schon ist. Ich denke, wir haben gleich eine halbe Stunde voll. Dann mache ich Offscreen weiter, würde ich sagen, oder? Damit ihr euch den Müll jetzt hier nicht angucken müsst, damit ihr jetzt hier nicht beim Training zuschauen müsst. Wäre, glaube ich, ganz praktisch, wenn wir das Offscreen weitermachen. So, noch ein Kampf mit Halbander. Halbander 3. Zum Schluss. Na komm, Gamma Way. Ignored Order. Setzt trotzdem ein. Das ist, wie kann das? Oh, nice. Na dann. Ich würde mal gleich mal kurz auf die Uhr gucken. Auf die Aufnahme gucken, wie lange die schon läuft. Erschreckend weit komme ich hier. Sekunde, ich muss mal kurz. Ja, da haben wir doch hier schon eine gute Zeit, komm mal. Mach ich offscreen hier noch ein bisschen gegen den Trainer gekämpft und ein bisschen im hohen Gras. Dann sehen wir uns im nächsten Part mit einem vielleicht ein bisschen gelevelteren Pokémon-Team. Und wäre nicht ganz schlecht, wenn ich ein bisschen offscreen trainieren würde. Ich habe ja Zeit. Na dann, Max Rippel. Na dann sage ich, Däumchen nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr seid, und wir sehen uns. Bis dahin, ciao, ciao.